jetzt in 3 Wochen wäre ich 23. Ja, wir haben sehr viele Obdachlose, die sind psychisch krank. Hi, ich bin Ole und ich bin unterwegs für Du hast die Macht und wie ihr das sehen könnt. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig kalt. Und ja, ihr sitzt wahrscheinlich schön im Warmen, im Gegensatz zu manch anderen Leuten, die sitzen nämlich in der Kälte auf der Straße. Und dafür ist der Kältebus da und ich will mal schauen, ob die irgendwie vielleicht meine Hilfe gebrauchen können. Gehen wir mal hin da. Hey Arthur, ich bin Hallo. Ole Tachin und du bist der Fahrer vom Kältebus. Ja, richtig. Und für was ist denn der Kältebus jetzt gut? Kältebus ist ein Projekt, wir fahren mit dem Auto los in die Stadt und suchen wir Obdachlose, um die in diese kalten Nächte in Obdach zu bringen. Das klingt nach einem harten Job. Kann ich dir irgendwie heute helfen dabei? Ja, natürlich kann ich so helfen. Ja? Wir können erstmal zum Andacht gehen und dann packen wir Schlafsäcke ein. Okay, dann packen wir es an. Dann gehen wir los. Ich bin schon wieder da, es ist Donnerstag. Donnerstags darf ich die Andacht hier unten halten. Raum und Zeit, souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, in deiner Hand unser Schicksal hält. Wir stehen staunend, Gott, vor dir, unser Vater. Groß ist unser Gott. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Lager und da holen Schlafsack. Okay, ich helfe mal mit. Arthur, das machst du jetzt immer alleine? Nicht alleine, mit meinem Beifahrer. Aber heute bin ich ja dein Beifahrer und darum mache ich das. Okay. Die Schlafsäcke, die sind jetzt für die Obdachlosen, wenn die jetzt nicht mitkommen wollen, oder warum? Ja, wir haben sehr viele Obdachlose, die sind psychisch krank und die wollen aus verschiedenen Gründen nicht mit zum Notunterkunft kommen. Und deswegen, ja, wir versuchen wenigstens warme Schlafsäcke zu geben, damit die können die kalte Nächte überstehen. Schenkt dir die? Ja, wir schenken die einfach. Das ist gut. Sind das Spenden oder woher? Von Spenden natürlich. Das finde ich eine sehr gute Sache. Gut, dann bringen wir die schnell zu den Leuten, damit die nicht erfrieren. Ja, okay. So, was meinst du, auf was können wir uns heute so vorbereiten? Gab es denn schon Anrufe jetzt schon, wo wir jetzt gleich hinfahren? Meine Beifahrerin checkt jetzt Handy. Okay. Und prüft alle SMS und Nachrichten auf Mailbox. Okay. So, jetzt geht's los, würde ich sagen. Oh, hier ist schön warm. Okay. Anrufen kann euch aber jeder, wa? Anrufen kann uns jeder, ja. Und die Nummer steht auf der Internetseite oder wo kann man die finden? Nummer ist also auf der Internetseite, ist öfters in den U-Bahn-Stationen oder also TIC. Ja. Findet man auf jeden Fall. Das sind schon die ersten. Gut. Okay, also die wollen jetzt nur Kaffee haben und ein bisschen was zu essen. Okay. Na klar, das machen wir. Becher? Haben wir Becher? Sie haben eigene Becher. Die haben selber Becher, okay. Ah, ist doch super. Okay. Dann gibt's jetzt lecker Kaffee oder ist das Tee? Kaffee. Kaffee. Okay. Nabend, hallo. Hallo, ich bin heute zur Aushilfe hier. So ein Kaffee kommt doch jetzt richtig gelegen, oder? Bei der Kälte? Auf jeden Fall, denke ich auch. Sabine, und dir geht's gut? Ja, du siehst doch auch gut aus. Da hinten, glaube ich, da hinten liegt aber noch einer. Oh, das ist cool. Da und zwar gucken. Ganz hinten an die Park da hinten. Richtig da hinten, wo die, dann ist das auch so ein kleiner Stein. Mhm. Wir haben jetzt gerade noch mal einen Tipp bekommen von den Klienten, dass da hinten auch noch jemand ist. Und da gehen wir jetzt mal gucken und ja, mal schauen. Gehen wir mal mit. Wie ist das eigentlich jetzt hier draußen zu schlafen? Ist das dolle kalt? Kann man sich... Wenn man zwei Militärschlafsäcke hat, dann überlebt man schon, aber schön ist es natürlich nicht. Wie alt bist du eigentlich?
22, jetzt in 3 Wochen wäre ich 23 im Dezember. Ziemlich jung. Krass, krass, krass. Nicht vor, mein gesamtes Leben auf der Straße zu verbringen. Ein bisschen Erkältung hat man natürlich immer, aber also gerade wenn es so kalt ist. Dankeschön. Nee, gerade wenn es so kalt ist, merkt man schon, dass irgendwie man hustet jeden Morgen, man niest jeden Morgen, aber gut, okay, man überlebt schon. Wie lange lebst du schon auf der Straße? Ich relativ wenig, relativ kurz, 1,5 Jahre jetzt. Fing alles an mit einer gescheiterten Beziehung und dann saß man plötzlich vorm Nichts und man musste sich einfach dran gewöhnen. Warum fährst du jetzt nicht mit Arthur und Sandra und schläfst bei der Stadtmission? Warum schläfst du lieber draußen? In dem Fall, weil ich ihn nicht alleine saßen möchte. Weil das kann ich nicht machen. Also er ist ein guter Kumpel von mir und das wäre schon so ein bisschen hinterhältig, ihn hier einfach liegen lassen. Mal mitnehmen? Tragen wir den zusammen, wenn man mit? Ja, nee, ist schon in Ordnung. Ich glaube, da hätte er was dahin. Ist Kaffee lebensnotwendig, ja, wa? Fast so lebensnotwendig wie Zigaretten und ein Bierchen. Gut, dass jetzt hier ein ganzes Kamerateam vorbeikommt. Ja, mal ein bisschen Abwechslung. Man hat ja gesehen, dass das auf jeden Fall, die waren ja meistens immer zusammen, wa? Ja. Also ist anscheinend ziemlich wichtig. Sehr wichtig. Da sind meistens Menschen, die haben alles verloren. Das heißt Familie, Beziehung, Wohnung. Und wenn sie sich treffen zusammen mit Freunden, dann versuchen wenigstens das festhalten. Und deswegen ist das für die wichtig. Ne? Und Mensch ist ein Sozialwesen. Braucht andere Menschen, um zu überleben.